Herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 17. Guten Morgen, es ist langes Wochenende. 3 Tage frei. Vielleicht gibt es dann 3 Tage länger Spaß mit dem Fußballmanager. Zumindest heute habe ich mir gedacht, ich mache 1 Stunde. Ich habe richtig Bock drauf. Muss mal weitergehen hier und ja, hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Ihr habt auf jeden Fall bockighaft viel wieder kommentiert. Vielen Dank dafür. Gucken wir uns erstmal an. Wir spielen gegen den Wuppertaler SV in Wuppertal. Und ja, die haben eine sehr gute Saison bisher. Und die Form ist auch okay. Und bei uns ist die Form super und die Saison ist okay. Können wir so unterschreiben. Unsere Stärke ist im Moment bei 18. Platz in der Liga. Das liegt aber nur daran, weil wir die 3 aus dem Probetraining nicht mehr dabei haben und die Mannschaft nicht voll aufgestellt ist. So, was haben wir hier? Borussia gegen Borussia. Das Borussen-Derby haben wir hier. Rot-Weiß Essen gegen FC Köln. Und Viktoria Köln gegen Schalke 04. Das sind auch starke Spiele. Guckt mal hier. In den 3 Spielen spielen die Top 5 der Liga plus die 7. Also fast besser geht's gar nicht, was man da heute zu Gesicht bekommt. So, wir gucken mal. Wer muss denn hier jetzt rein und wer muss raus? Wir machen es so. Chato kommt mal wieder rein. Mackie kommt mal wieder rein. Der Flazers kommt rein natürlich und auf der linken Seite, ja, Schlosser habe ich auch falsch aufgestellt hier mal kurz, hallo. Ja, Penn, ey. So sieht's doch ganz gut aus. Guck mal hier, Robin Tweedy hat auch eine 53, meine Güte, ey, das ist auch echt, puh. Können wir auch eigentlich nicht mehr gebrauchen, den Mann eigentlich so, wenn wir da ehrlich sind, 53 halt einfach nichts mehr für uns. So, gucken wir mal, ob wir den vielleicht für irgendwie 10 oder so noch loswerden. Er möchte auch gehen. Dann wollen wir ihm auch keinen Schuh anziehen hier. Sondern wollen sagen, hier, tschüss. Da ist die Option. Da kannst du wohin gehen. Außerhalb des Transferbudgets, außerhalb des Transferbudgets. Wir fragen mal hier den Spieleragenten, ansonsten machen wir ihn für 0 Euro in der nächsten Woche. Gut, ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich direkt in das erste Spiel und danach gucken wir uns eure Kommentare an. Herr Steininger hat hier gerade irgendwie eine schlechte Moral. Kommt hier einmal noch der Merkel für ihn rein. Weiß nicht, was mit ihm los ist, keine Ahnung. Irgendwie verstimmt. Ich weiß nicht. So, wir gucken nochmal kurz rein. SC Wiedenbrück hat 4:3 die B-Jugend gewonnen. Ach, das habe ich ja letztens schon angeguckt, ja? Hab ich irgendwie auch vergessen. Der Wiedens hat gesagt, die 3 hier würden uns nicht weiterbringen. Das würde ich ein bisschen anders sehen, Wiedens. Na, guck mal, das sind Spieler, die haben 66er Stufe, wenn die ihre Erfahrung hochbekommen. Guck mal hier, die Grundstärke 64, er hier. Der Dianurosi, der hat auch eine 67 sogar, im Moment eine 63, weil die Erfahrung halt so schwach ist. Aber der ist jung. Und wir haben auf der rechten Seite langsam alte Menschen, die da gehen müssen. Und der Sobotka, der DM hier, auch. 65er Action hat er hier im Moment. Und wir haben bei weitem nicht so Spieler. Also 65 und so, das ist auch... Mehr Leute kommen nicht zu uns, bessere. Guck mal hier. 61, 62, 61, 58, 60, 58, 55... Wenn ich nochmal hier so durchscrolle, du wirst sehen, wir haben nirgendwo einen besser als 62. Das heißt, mit 62 ist man bei uns der Top-Spieler und die haben alle mehr. Und was Besseres werden wir nicht bekommen, weil wir dann wieder dazu unattraktiv für sind. Die würde ich auf jeden Fall im Blickfeld behalten und mir öfter noch angucken wollen, wie es zur nächsten Saison mit denen aussieht. Es kann natürlich sein, dass wir noch einen Prestigepunkt mehr dazu bekommen. Und dann eventuell noch Leute zu uns wechseln wollen. Aber das wissen wir ja nicht, weil irgendwann ist bestimmt ohne Aufstieg auch mal prestigemäßig ein Limit angekommen. Und ja, also wie gesagt, ich stehe da, bin da ein bisschen anders. Steht das ein bisschen anders bei dir? Oder als du, sagen wir so. Und überlege auf jeden Fall, ob wir jetzt da mit denen nicht irgendwas angehen sollten. So, das zu dir, Wientjens. Damit ich mich mit dir kurz unterhalten habe und dich nicht übergehen tue. Und den wollte ich behalten, weil es ein Kumpel von mir.
Den hier brauchen wir auch nicht, ganz ehrlich. Alles hier jetzt unter 60. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Da haben wir genug Leute, haben wir da. In dem Bereich, das ist ja unser Gesamtkader. In dem Bereich, da brauchen wir nicht noch hier so Kabelsleute. Hier so ab 60 geht's los. So. Der Presse hat dann noch geschrieben. Den Fritz von Dortmund natürlich. Sollten wir dann nochmal unter die Lupe nehmen. Und Cincotta. Cincotta von Chemnitz. Also jeder hier wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? 62er LM, 27. Können wir mal ins Blickfeld aufnehmen. Wäre ein Backup für Schlosser. Aber ich habe das Gefühl, da geht noch mehr. Wir gucken mal. Ich habe aber auch das Gefühl, ich muss gleich hier noch mein Ding hier, ey, mein Rollo runter machen, ey. Kommt gerade richtig die Sonne reingeknallt, ey. Schade, Roman Weidenfeller, den hätte ich mir jetzt auch gern noch geholt, muss ich sagen. So einfach weil er ein Dortmunder ist und so ein ewig alter Dortmunder und so eine Legende und so. Also das hätte ich mir, wenn der kommen würde, der dürfte auch noch mit 55 zu mir kommen. So, wir gucken uns jetzt das Spiel gegen Wuppertal an. Nicht sofort Berechnung, wir nehmen natürlich den Textmodus mit und ein Remis schaffen wir hier. Da bin ich mir super, super sicher. Mit der Leitung der Partie wurde heute Slatjan Klingmann betraut. Das ist auch eine geile Namenskombination. Und in der 7. Minute ist Flessers am Start. Er schickt Lose auf die Reise. Ah, Pascal Bieler ist da. Gretchen den Ball vom Fuß. Gestern hat er sich, glaube ich, Grauer gefreut, weil Leverkusen hat verloren gegen Schalke 1:4. Also Leverkusen ist echt krass schlecht diese Saison. Mal gucken, wo das noch endet. Und Grauer ist ja so ein Schalker-Typ, ne? So blau-weißer Fez da. Und hier gibt es übrigens ein Tor durch einen Elfmeter von Pasiov, weil der Gary hier labert und nicht zuguckt. Haben wir das ein bisschen verplant, aber wir freuen uns ja trotzdem über das 1:0. Stark, stark. Und wir haben noch eine Konterchance in der 18. Minute. Pasiov läuft alleine auf Wickel zu, schießt. Ah, Wickel hat den Ball. Hey, hey, Wickel. Hey, Wickel, hey. Du hast den Ball gehalten. Oh, schöner Freistoß von Bodenröder. Ichenacho bekommt den Ball. Mit vollem Risiko nimmt er den Volley und klatscht den an die Eckfahne ins Seitenaus. Aber immerhin. Erste Chance für Wuppertal. Nächste Chance für Schlosser. Der schlägt den Ball in die Mitte. Da ist Pierre Merkel. Der hat im Moment eine krasse Form, was Tore an. Einschießen, draufschießen, drinschießen geht und hier nicht. So, wir sortieren noch ein bisschen das Vokabular und den Buben im Kopf und gehen weiter mit einer Freistoßhereingabe von Bodenröder auf Ichenacho. Der setzt sich da voll ein, befördert den Ball mit dem Rücken stehend, mit dem Rücken zum Tor stehend, per Kopf ins Netz. Wege sieht dabei alles andere als gut aus. 1:1, der war haltbar. Meine Güte. So, dann fangen wir wieder bei 0 an. Es steht 1:1. Sergio Pinto. Müssen wir gleich mal gucken. Ist dann hier der bekannte Sergio Pinto, oder? Der macht hier auf jeden Fall einen eleganten Trick mit der Hacke über dem Kopf. Rainbow Flip. Guter Kopfball von Pasiov nach der Ecke, aber Wickel ist wieder da. Eieieiei. Einiges los hier. Aber eher von uns. Und es ist ein bisschen traurig, dass wir nicht führen oder nicht mehr führen. Nächste Chance, 34. Minute. Wege wirft den Ball schnell auf Flessers ab. Der sieht Chato in Ausrichtsleiter Position, spielt einen absolut präzisen Ball. Chato läuft noch einige Meter, aber schießt dann zu früh. Der hat dann noch Platz gehabt. Da muss man doch mal den Mumm haben und da durchrennen. Wie der Stenzel letzte Woche bei Freiburg. Der ist jetzt übrigens fest bei Freiburg und kommt nicht mehr zurück zum BVB. Viel Erfolg, Stenzel, falls du zuguckst. Was ich denke, was du tust, weißt du, was ich denke. Ecke für Wuppertal, Pitlick und Ichenacho, der sieht, dass er da frei ist, schießt und schießt knapp am linken Pfosten unten vorbei. Kurz vor der Pause kommt auf jeden Fall hier nochmal Wuppertal an den Start, Bodenröder mit einem Freistoß, aber problemlos abgewehrt.
So, ich hab mal gesagt, es geht so nicht, ein bisschen meckern und schon kommt Chato auf Schlosser. Ah, der pariert und der Nachschuss fliegt über den Balken, der Wickel. Der Wickel hat ein gutes Spiel gemacht hier. Einser Note. Ohne den Wickel wäre es jetzt hier schon deutlicher. Leider ist es nicht. So. Da müssen wir doch, wenn wir doch hier so dominant sind, müssen wir doch sagen, dass wir gewinnen können. Natürlich. Und die Stimmung. Ich weiß nicht, was passiert ist so richtig, aber die Stimmung ist bei 9 von 20. Die sind nur ein bisschen sprunghaft, die Jungs hier, habe ich das Gefühl, hä? Wer weiß es schon. Gut. Hegels-Ederer mit der 4,5 kommt raus. Dafür kommt Wolf rein. So. Okidoki. Zweite Hälfte wird angepfiffen. Wir sind in Wuppertal vor 8.500 Leuten. Es ist leicht bewölkt, also ein perfekter Tag zum Fußballspiel. Elfmeter? Ja, Elfmeter. Tim Bodenröder legt sich den Ball zurecht, läuft an Tor. Zack. Jetzt liegen wir sogar hinten. Jetzt liegen wir sogar hinten. Puh. Das war nix. Harmloser Schuss von Manni. Wickel lässt ihn aber trotzdem nach vorne abprallen. Ramis Passiow steht bereit. Und muss auch den Fuß hinhalten. 2 zu 2, Doppelpack. Passiv. Vorbereitung, wenn man so möchte. Eigentlich von Wickel, aber wir geben es mal dem Quadro. Jetzt ist wieder alles offen. Flessers und Passiow spielen da zusammen. Wickel hat aufgepasst und hat den Ball. Und kein Problem. So, Merkel hat jetzt ausgedient für heute. Dafür kommt Steini rein. Und wir bringen noch Obernosterer. So, Markus und Steini kommen jetzt neu ins Spiel. Es ist noch eine halbe Stunde Zeit. Und ja, da hoffe ich doch, dass wir das hier noch drehen. Also, gedreht haben wir es ja noch nicht ganz, ne? Spinnrad klärt hier gegen Bodenröder zur Ecke. Bodenröder ist auch Aktivposten. Ja, hat nur zwei, hätte ich jetzt auch gesagt. Ecke von links, Pütlik, Ichenacho. Will den Ball da verlängern, aber Julian Wolf ist einen Moment eher am Ball. Kann die Ecke per Flugkopfball klären. Sehr schön gemacht. Direkt auf der Höhe, der gute Junge. Reingekommen und direkt die erste Ecke hier geklärt. Alles klar. 20 Minuten sind noch am Start. Und irgendwas passiert. Konterchance für SC Wiedenbrück 2000. Obernosra läuft jetzt ganz alleine auf Wickel zu. Schießt. Der Ball fliegt. Nein, mit den Fußspitzen. Rettet Wickel schon wieder mit der Glanzparade. Mann, Mann, Mann. Der ist ja richtig heiß, der Typ. Wenn der noch Tore schießen könnte, wäre der ja perfekt als Torwart. Nein, Steini will es wissen. Schöne Flanke von Mackie und im Strafraum nimmt er den Ball. Volley rutscht aber weg. Ja. Und kloppt den Ball halt in dritte Stock hier. Damenunterwäsche. Eieiei. Schade, Stein. Was ist hier los? Ichenacho hat ein Tor geschossen, aber sich vorher gegen Julian Wolf. Der streitet alles ab. Oh nein. Treffer gilt. Also sind wir wieder hinten dran. Mai, mai, mai. Reicht aus Passiow. Nimmt einige Schritte Anlauf, schießt Vollspann durch die Mauer aufs Tor. Torhüter Wickel sieht den Ball relativ spät, taucht blitzschnell in die bedrohte Ecke, klatscht den Ball gegen den Innenpfosten an den Kopf des Torhüters. 3 zu 3. Der arme Wickel tut einem da richtig leid. Nein! Oh nein, nicht! Das Tor ausgeht da! Oh, da war ich mir schon so sicher. Schlagen sie zum Kontern. Aber der letzte Pass von Lose ist aber ein Tick zu weit. Nein, ey. Ach, was eine Scheiße. 10 Minuten noch. Los, Leute. Holt noch den Punkt, bitte. Holt noch den Punkt. Markus Obernosterer sucht Daniel Steininger. Der trifft den Ball da nicht richtig. Der Ball kommt trotzdem zu Steininger. Und er stoppt den Ball. Und er schießt den Ball, aber Wickel ist schon wieder da. Es gibt es doch nicht. Was ist das für ein Monster im Tor heute hier? Julian Lose bekommt den Ball problemlos an Tommy Kraupe vorbei, aber Wickel kann retten.
Obonosra liegt verletzt am Boden, aber es stört die Wuppertaler nicht. Die spielen einfach weiter. Ja, klasse, danke schön. Nochmal eine Mini-Chance für Robert Flessers. Aber der Kopfball geht klar am Tor vorbei. Lose hatte gut geflankt. Ach, jetzt verlieren wir doch hier wieder. Mensch. Ist gerade keine Konstanz da, muss ich sagen, bei uns. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage und so weiter. Das, Scheiße, Mann. Ach, ärgert mich. Sowas ärgert mich. Egal, weiter geht's. Neunkirchen 0-2 gegen Aachen. Rot-Weiß-Essen gegen Köln 0-0. Wattenscheid gegen Wegbeck-Beek. Da haben wir es gerade. Der Wiedienst hat gesagt, was ist denn mit Wattenscheid los? Ja, genau, die gurken hier unten rum. Und jetzt haben sie mal einen 5-2 Freiumschlag vielleicht geschafft. Arminia Bielefeld gegen Werl 0-0. Fortuna Düsseldorf gegen Rot-Weiß-Oberhausen 4-2. Rattingen gegen Rot-Weiß-Aalen 2-2. Viktoria Köln gegen Schalke 04 2-0. Hätte ich auch nicht gedacht. Und Borussia Dortmund 2 gegen Gladbach 3-1. Spieltagsstatistik. Schlosser und Pasiow sind in der Elf des Tages, trotz der Niederlage. Ja, und Wickel hier. Wickel ist hier der Mann des Spieltages, hätte ich gesagt, nicht Pasiow, weil die zwei Buden haben es nicht zum Sieg gereicht. Ne? Aber die Paraden vom Wickel, die haben den Sieg gerettet. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. So, wie sieht es hier vorne aus? Oh, guck mal, Pasiow ist jetzt Zweiter in der Torschützenliste. Eieiei, vielleicht geht da ja dieses Jahr echt noch krass was. Nur noch Jani Serra vor ihm. Und 12? 12 Spiele unentschieden. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Sagt man ja so schön. So, Iturraspe und Schneiderlein haben ihre Verträge verlängert. Und sogar nochmal Casillas. Hallo? Krass. Der nochmal verlängert? Hätte ich auch nicht gedacht. Hier so alte dabei, die man kennt. Ja, Soriano, ja, kennt man vielleicht, aber nicht ganz so super. Hier haben wir noch niemanden neuen. Okay, Ansprache fehlgeschlagen. Ja, das war wieder dumm jetzt, ne? Jugendspieler entdeckt. Dreier. Ja. Dreier LV nehmen wir mit. Mit 15. Auf jeden Fall. Der Tangiene Lugu ist auf der Transferliste. Scout-Bericht. Scout kehrt zurück. Scouting abgeschlossen von Gentingen Gakutu. Nein, brauchen wir nicht. Oh, gut. Alte Mannschaft. Jugendmannschaft wollte ich gucken, weil dann können wir jetzt wieder einen. Wir haben ja jetzt wieder einen übernommen. Und dann können wir hier wieder einen rausschmeißen. Vertrag nach Hause schicken. Ja, der Grauer hat noch geschrieben, mit dem habe ich gestern auch länger bei Facebook geschrieben gehabt. Wir haben so eine kleine verrückte Idee, vielleicht kriegen wir das mal irgendwann hin. Ich bin ja nachts nicht so auf der Höhe, wegen Arbeiten und so, und er ist ja nachts ja so oft unterwegs. Aber vielleicht kriegen wir in den Ferien mal die witzige Idee hin, so einen Fußballmanager 12 im Online-Modus gegeneinander zu spielen. So 3-4 Folgen, eine Stunde oder so irgendwas und gucken, wer da so besser ist, Schalke oder Dortmund oder irgend so ein Quatsch aus dem, mit den Daten von 2012. Fände ich super witzig. Müssen wir mal verfolgen, die Idee, lieber Grauer. Und wir gucken hier auch die Champions League uns an. Manchester City gewinnt. Die Hinspiele, ja, könnt ihr kurz reingucken. Wir gucken genauer beim Rückspiel rein, wer so weitergekommen ist und so. Oliver Zech fragt nach möglichen Verstärkung. Ja, eigentlich wollen wir uns da verstärken. Er ist geschockt, aber so ist es halt, ne? Ist es halt. Fähigkeit beim schwachen Fuß hat er verbessert, der Steini. Quadwo leider nicht. Kein Verein an Robin Tvirdi interessiert. Dann werden wir jetzt hier Transferstatus ändern. Auf 0 Euro. 0 Euro, 0 Euro. Robin Tvirdi will 0 Euro. Und dann nochmal den Spieler anbieten. So. Steiner kommt zu spät zum Training. Was ist denn mit dem los hier gerade? Warum kackt der denn so ab? War doch super, ey. Jugendspieler kommt zu ihm. Der Christoph Andreu. Tja, der André Grauer hat gesagt, er würde ihn gerne haben. Aber ich bin ja so ein Fetischist, was Namen angeht. Und Grauer, ich kann dir den anbieten, ne? Aber weil ich so ein Namensfetischist bin, kann ich dir höchstens sowas anbieten. Andreu Grauer
Santidis oder grauer Dopopolos. Kannst du mal überlegen, ob dir das der Spaß hier wert ist? Andreu grauer Santidis. Ich lasse es mal so. Wenn du Bock hast, dann gebe ich dir sehr gerne. Wenn du aber denkst, der Gary hat einen Schuss in der Pfanne mit so komischen Namen, dann gebe ich dir auch gerne einen anderen. Der Luxemburger ist zum Beispiel auch noch frei. Wo ich mir nämlich auch dachte, da passt noch ein deutscher Name nach Luxemburg, passt. Aber so ein Grieche mit oder so ein Zypern mit so einem deutschen Namen, da bin ich immer so, nee, lieber nicht. Ist mir zu weit weg. Andreu grauer Santidis, fände ich aber witzig. Überleg mal, gib mal Bescheid, ob du das auch witzig findest oder ob du sagst, ne, dann wartest du lieber noch auf einen anders oder nimmst den, den Kollegen Schnürschuh aus Luxemburg. So, was wollte ich denn hier machen? Achso, neuen Mentor wollte ich einstellen. Dann kriegt der hier mal den Blazes und der Jerome Albrecht. Der kriegt mal. Dann kriegt er Lauretta, wenn der einzige ist, der dem helfen kann. Gut. Vertrag. Wer hört denn eigentlich auf jetzt hier? In der nächsten Runde. Eigentlich keiner, den man wirklich in die zweite Mannschaft holen müsste, oder? Seht ihr das anders? Müssen wir irgendeinen hochholen? Haben eh keinen benannt von denen. Also ich sehe da jetzt keinen, der in die zweite Mannschaft muss. Die zweite geht ja eh wahrscheinlich ab und steigt ab. Oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest hoch. Und da würde ich sagen, brauchen wir keinen aus der Jugend für. Weil die wollen ja auch Gehalt haben, ne? Und das können wir uns sparen dann. Wäre zumindest so meine Idee. Wer da andere Meinung ist, immer in die Kommentare rein und wir gucken, was geht. Wir gucken dann, was geht. So, Training, gucken wir auch noch, was geht hier. Ein bisschen was geht immer. So. Allgemein. Und, oh, hier die zweite Mannschaft. Oh, die hat zwei Spiele in der Woche hier. Gegen TSV Kropp und gegen Schleswig, gegen TSV Längerdorf. Okay. Dann machen wir hier Mentaltraining und Kopfbälle. Und am Sonntag haben die mal einen ganzen Tag lang ihre individuellen Trainingsziele. So. Gut, damit ist es geklärt. Robin Twirdi hier, der SC Pfullendorf möchte ihn haben. Oh, da möchten jetzt ganz viele ihn haben hier. Union Fürstenwalde, Braunschweig, Wedeler. Ja, er möchte aber jetzt auf einmal gern bei unserem Verein bleiben. Aber ganz ehrlich, mein Freund, hier kommst du nicht mehr zum Schuss. Wechsel dahin, wo du hin möchtest. Bayern gewinnt auch das Viertelfinal-Hinspiel. Leverkusen verliert das Viertelfinal-Hinspiel. Und Mönchengladbach gewinnt. Okay, es sieht ganz gut aus für die deutschen Vereine. Vertrag unterzeichnen. Jo, alles nehmen wir hier an. Direkt um Fliege, ey. Ich hier so eine Fliege rum. Was soll das? Gut, ja, wir nehmen auf jeden Fall Fortuna Düsseldorf noch mit, würde ich sagen. Pierre-Emerick Aubameyang entscheidet das Top-Duell für Borussia Dortmund. Ja, die sind jetzt auch wieder Vierter. Bayern, Schalke, Leverkusen, Dortmund, Köln und Leipzig. Unten ist leider Freiburg am Start. Ach, die sollen nicht absteigen. Ich mag die Freiburger echt immer so gerne. So ein geiler Verein. Wenn ich kein Dortmunder wäre, wäre ich Freiburger. So, Wiedenbrück zu Hause. Ja, das riecht ja wieder nach Sieg. Zumindest wenn wir uns so die Statistiken der letzten Tage angucken. Ne? Sieg, Niederlage und jetzt müsste wieder ein Sieg her. Wir sind auch besser. Wir haben eine bessere Form und wir spielen einfach zu Hause vor unseren eigenen Fans. Da geht doch was. Bisher ist die Bilanz gegen Düsseldorf 2 Unentschieden und ein Sieg. Topspiel ist natürlich das schwarz-gelbe und blau-weiße Derby. Schalke gegen Borussia Dortmund. Gladbach gegen Essen haben wir noch und Aalen gegen Viktoria Köln. Hier schon wieder Erster, Zweiter, Dritter, Vierter und Fünfter in den drei Spielen. Krasse Ansetzung im Moment. Das gefällt einem gut. So, Steininger hat irgendwie eine schlechte Form. Der kommt jetzt einfach mal von Beginn an nochmal, dem geben wir jetzt die Chance.
Ober Nasser hat einen 14er Form, kommt rein. Und ich würde sagen, der Tschech. Oder. Ne, lassen wir mal so. Wie sieht es hier mit dem Innenverteidiger aus? Eagles, Ederer oder Wolf? Oder der X, Ederer und der Wolf waren letztes Mal schlecht, ne? Schwierig. Also, hier ist übrigens dann unser grauer Santinidis gekommen, ne? Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte den. Wollte die schlechtesten Talente rauswerfen wieder. Das ist unter anderem hier. Hock. Boathawk. und. Dann noch zum Beispiel hier der Tranquili. Nach Hause schicken. Und jetzt haben wir hier die Leute am Start. Haben wir hier beim Albrecht gesagt, der muss spielen? Ne, haben wir nicht. Okay. Dann würde ich gerade sogar sagen, wir machen mal hier eine. Machen wir ein freies Spielsystem oder mit zwei Stürmern. Gucken wir mal uns das an. Spielt nämlich auch der graue Santinis. Santinidis könnte man ihn auch nennen. Das wäre noch zypernischer, oder? Grauer Santinidis. Oh, das passt gar nicht. Santin. Was hatte ich jetzt eben gesagt? Santinidis. Santinidis dann halt. Gucken wir mal, was der Graue dazu sagt. Und wir haben jemanden, der einen neuen Mentor braucht. Wieder der Jerome hier. Hat er nicht lange gebraucht hier mit dem Lauretta. Okay. Leider haben wir keinen für dich, Jerome. Ist so, ne? Daniel Hüssing ist noch angeschlagen. Spendenwunsch. Was spenden wir denn? Fußballschule in Afrika. Komm, 5000. Reserve? Ah, verloren. Scheiße. Zurück in der Jugendmannschaft. Datenbank aktualisiert. Scoutbericht. Luxemburg 4 Spieler. Können wir auch mal reingucken. Was wir hier so haben. 65er. Den hier könnten wir vielleicht mal scouten hier. Ja, ich weiß, es wird abgebrochen. Den können wir auch mal scouten. Und den können wir auch mal scouten. Habe ich eben schon, ne? Glaube ich. Habe ich schon drauf gedrückt. Ich bin nicht so helle hier. Nicht so clever. Gut, gucken wir uns die mal an. Und wir gucken noch die Mails nochmal weiter. Scouting abgeschlossen. Und Düsseldorf. Twiri wechselt ablösefrei nach Pfullendorf. Da kann er doch dann hoffentlich auch wieder spielen. 53er Stärke hat er im Moment und das Team von Pfullendorf ist hier so im 50er Bereich. Alles klar. Da wird er doch seinen Weg machen. Wo spielen die? In der Oberliga Baden-Württemberg sind da im Moment 9. oder 8. Ja, alles klar. Reserve hat auch. Nein, hier haben sie gewonnen. Eins von zwei Spielen haben sie gewonnen. Sehr schön. Und der Steve Battarillo hat das Tor gemacht. Alles klar, super. Gucken wir mal, was das für die Tabelle sagt. Ergebnisse. 6 Punkte noch auf den Nicht-Abstiegsplatz. Rückstand. Gut. Golf spielen und dann noch eine Runde Fußball kicken. Haben wir heute ein doppeltes Spielchen gegen Fortuna Düsseldorf. Zu Hause. Lukas Langhoff hat das Spiel freigegeben. Und es gibt Elfmeter und Gelb für Kamal Rüdiger. Spinnrad wurde da umgetreten. Und in der ersten Minute ist das ein ziemlich kurioses Ding, weil der Stürmer den Innenverteidiger im eigenen Strafraum umhaut. Also witzige Sache. Pasiow läuft an und schießt vorbei. Oh nein, ey. Jetzt kriegt er kalte Füße, weil er vorne mitspielt um die Torjägerkanone, oder was? Steininger präzise auf Ober Nasterer, der legt den Ball mit der Hacke ab. Steininger hat freie Bahn. Und überwindet Kokpo mit einem fiesen Beinschuss. Zack! Guten Tag, Steini. Willkommen zurück im Leben. Nachdem du irgendwie die Woche über schlechte Laune hattest. Stark, 1-0. Und es könnte schon 2-0 stehen, aber man muss dann zufrieden sein mit dem, was man hat, ne? Schussversuch von Steini. Der wird
abgeblockt und Christian Weber versucht einen eigenen Angriff aufzubauen, aber auch den fangen wir ab und kontern über Flessers mit Schlosser, der holt den Ball, flankt nach innen in der Mitte, rettet aber Christian Weber vor Steininger zur Ecke. Geht auf jeden Fall einiges ab schon wieder hier. Mann, Mann, Mann. Der Kemal Rüdiger und der Sebastian Spinnrad verbeißen sich im Zweikampf, überhören den Schiedsrichter, der hat schon auf Abseits gepfiffen und die kloppen sich da weiter. So muss es sein, das zeigt Einsatz. Er heißt übrigens nicht Kemal Rüdiger, sondern Rutzger, aber... ne? Oh, Biade verliert den Ball an Steininger, der passt zu Lose, der umkurvt Kastner und macht dann auch noch das Tor gegen Kokpo. Ja, richtig durchgetankt hat er sich hier, der Julian Lose. Zack, zack, links, rechts und dann eingeschoben. 2:0 nach 17 Minuten und schon wieder sind wir am Start, aber diesmal zu umständlich. Steininger schießt weit am Kasten vorbei. Haben die Fortuna-Leute gut aufgepasst. Gibt's da was für? Borussia ist ja Borussen. Fortuna ist das nicht? War gerade irgendwie bei Fortuna oder so. Fortun, oder? Keine Ahnung. Ihre Entscheidung. Marlon Ritter mit einer grenzwertigen Aktion an Anti. Oh, unter Mackie. Also mal hier gelb fordern, direkt hier. Hallo. Wird aber ignoriert. Ich werde nur ignoriert hier. Ach, eigentlich ist es auch unsportlich gewesen, oder? Ach, Gary, eigentlich war es unsportlich. Macht man eigentlich nicht. Vor allen Dingen hier gegen Düsseldorf. Also wenn es jetzt hier so gegen Schalke ging, okay, aber nicht gegen Düsseldorf. Ah, war nicht so gut. Egal, egal. Der Karma kommt hoffentlich nicht im Bumerang zurück. So, ja, es sind noch 7 Spiele. Beziehungsweise nach dem hier noch 6 Spiele. Und dann ist die Saison auch schon wieder vorbei. Oh, Flanke von Schlosser. Kokpo muss sein ganzes Können beweisen und lenkt den Ball über die Latte. Da gibt auch irgendwie nie eine Ecke für die Situation. Freistoß Pasiow aus 29 Metern. Will er da volles Risiko gehen und kloppt den Ball in die Wolken. Tja, Pasiow, was los? Hast jetzt hier Nerven flattern. Hat er da ein bisschen eierkalt bekommen. Da. Loben, loben. Jeden Fall, ey. Guckt euch mal an, Jungs. Hat er gut gemacht hier. Jetzt haben wir 10er Stimmung. Kriegen die Stimmung hoch hier. Vielleicht noch mehr loben, wenn es sich anbietet. Und das nicht den Assistenten machen lassen. Aber weiter so, wie in der ersten Hälfte. Nein, nicht so. Nicht so. Jetzt ist nämlich Ritter hier, der an Rüsker ablegt. Ah, oh, gut. Spinnrad ist da, bekommt sein Bein dazwischen. Einser Note, Spinnrad. Super. Zweite Freistoßhereingabe von Pasiow. Obernostra setzt sich voll ein und der Mittelfeldspieler befördert den Ball. Ja. Wie eben gegen uns haben wir jetzt das Tor so gemacht. Mit dem Rücken zum Tor stehend den Kopfball reingemacht. Habt ihr auch manchmal das Gefühl beim Fußballmanager, dass der so phasenweise die gleichen Sachen benutzt? Guck mal, wir hatten die hier mit dem Rücken zum Tor stehend bisher noch nicht, wenn ich mich über recht entsinne. Und jetzt auf einmal kommt es zweimal hintereinander. Das ist doch immer mal komisch. Freistoß von Rützger, der trifft den Ball überhaupt nicht richtig und der Ball geht Meilen am Tor vorbei. Ja, das ist auch schwach. Ein Freistoß nicht richtig treffen. Hast du eine Stunde Zeit, da zu machen, was du willst. So, wir wechseln mal hier aus. Guten Noten raus, weil beim 3:0, denke ich mal, wird nichts mehr passieren hier. So, so, so. Freut einen doch. Gut, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und ich würde sagen, wir gucken noch bis zum nächsten Spiel uns die Saison an. Und dann machen wir aus. Flessers zu Steini, der legt quer zu Pasia. Ah, und Kokpo hält den Ball aus 11 Metern, macht er dann eine krasse Parade. Aber trotzdem gut gemacht von unseren Jungs. Boah, Jerome Kiesewetter tritt Julian los, absichtlich um. Der Ball war längst weg. Rot wäre eigentlich die richtige Entscheidung gewesen. Apropos Kiesewetter, ich wollte eben beim Sergio Pinto gucken. Kewal Rüsker setzt sich im 16er gegen Wolf durch. Legt dann zurück auf Ritter, der ist aber zu spät dran. Keine Probleme für Weke. So, und wir haben hier 16 Punkte Rückstand
auf den ersten. Bin gespannt, ob wir das nächstes Jahr verkürzen können. Ob wir da echt mal vielleicht oben mitspielen könnten. Aber wir haben zu viele Niederlagen kassiert, ganz einfach. Da oben ist keiner dabei, der 9 Niederlagen kassiert hat. Anzahl der Siege ist sogar ganz okay. Ja, könnten wir aber auch noch ein paar mehr gebrauchen. Aber zu viele Niederlagen, zu wenig Unentschieden und Siege. Ja, einfach ist es. Gut, das Spiel plätschert so ein bisschen vor sich hin. Jetzt hat Kemal Rüsker nochmal einen Freistoß und der schießt schon wieder den Freistoß sonst grün und es gibt Abstoß. Vielleicht sollte es einfach mal irgendwie ein anderer schießen. Weiß ja nicht, was die da so haben. Warum hat ein Czesztajny eine 41er Rückennummer? Guck mal, über so Gedanken kann man sich machen, wenn man hier 3-0 führt. Wird die Rückennummer der Spieler. Nächstes Jahr auch mal neu sortieren. Auf jeden Fall. Ja, weiter so. 8 Minuten haben wir noch. Kasiow setzt sich da oder will sich durchsetzen gegen Weber. Der sieht so ein bisschen aus wie Castro. Interessantes Bildchen. Von links segelt die Flanke von Steini auf den langen Pfosten. Da verschätzt sich Weber. Kasiow köpft auf 8 Metern aufs Tor, aber genau auf Sumiti Kupo. Ja, es sieht so aus, als würde Kasiow kein Tor mehr heute machen. Schade. Das hätte ich ihm irgendwie noch gegönnt, dass er da dran bleibt mit den Toren. Necky macht noch eine Flanke, also eine Ecke von links und Kasiow gegen Weber im Kopfballduell, aber Weber setzt sich durch. Okay, 4 Minuten, dann ist der 27. Spieltag vorbei. Schlosser muss sich da jetzt mal opfern, weil Manni den Ball verloren hat. Gelbe Karte für Schlosser. Wie viel ist das? Geht nicht dabei. Okay. Ja gut, mit dem Spiel können wir zufrieden sein, mit dem davor nicht so. Und ja. Ich sag mal so. Saison ist wie gesagt ja eh vorbei, in Anführungszeichen. Aber wir wollen natürlich, dass die Spieler sich noch verbessern, ne? Und da ist jeder Sieg Gold wert und jede gute Note. So, Schalke 04 gegen Dortmund, das Derby. Vor 800 Leuten 1-1. Oberhausen verliert gegen Rattingen 0-1. 1. FC Köln gegen Neunkirchen 4-0. Aalen gegen Köln Victoria 0-0. Werl gegen Wuppertaler SV 0-1. Wigberg Big gegen Arminia Bielefeld 1-2. Alemannia Aachen gegen Wattenscheid 2-0. Wattenscheid ist damit so wieder richtig unten drin. Und Gladbach gegen Essen 0-2. Jetzt wollte ich gerne meine Bundesliga gucken. Hier Topspiel war es 1-0, wahrscheinlich dann vom hier vom Aubameyang. Köln gewonnen gegen Freiburg, schade. Schalke verloren gegen Hamburg und Bayern nur unentschieden gegen Mainz. Ja, das hatten wir ja letztens auch, ne? Mainz gegen Bayern schön unentschieden gespielt. So, Obernostra ist in der Elf des Tages als Stürmer, naja, okay. Flessers und Lose, da sind ja einige dabei von uns diesmal. Klasse Leistung. Ah, Pasiow ist dran. Er ist dran, aber hier sind noch einige dran. Das wird richtig eng hier vorne. Und auch so ein Engelmann und Rese habe ich noch nicht abgeschrieben. Keita Ruel von Wattenscheid, die haben gerade ja ein Down-Syndrom, hätte ich bald gesagt. Da geht es gerade abwärts. Da glaube ich nicht, dass der nochmal rankommt. Oh, es gibt Wechsel. Stuttgart holt sich Ivan Fiolicic. Von Lokomotiva irgendwem. Felix Groß wechselt von Union Berlin nach Augsburg. Aha. Maicon wechselt von Gremio nach Sao Paulo. Witzige Transfers auf jeden Fall. Hier haben wir keine interessanten. Jetzt wollte ich doch eben, habe ich doch schon wieder nicht geguckt. Oh, Doppelwoche hier. Doppelwopperwoche. Englische Woche steht an, Werl und Ratingen vor der Brust. Vielleicht mache ich morgen noch so eine Doppelfolge. Wenn ihr sagt, ja, wollen wir haben beide Spiele in einer Folge, dann mache ich das. Manchester City gewinnt 8-0 gegen PSG in beiden Spielen. Chelsea gewinnt gegen Inter Mailand 3-2. Barcelona gewinnt gegen Tottenham Hotspurs 9-3. Und das Auswärtsspiel haben die 2-7 gewonnen. Krass, und es hat fast immer ein anderer geschossen. Eieiei. Oh, und auch ein krasses Ergebnis, ganz klar hier ein 7-1 insgesamt für Real Madrid gegen Rom.
Boah, da haben die Spanier aber mal gezeigt, wo der Hund die Löffel hat, ey. Den haben wir hier so als Denkrechtstarter. Einige dabei. Malte Berauer zum Beispiel. 64er Typ hier. Okay. Wer ist denn der, nee, nicht in der Tipico, in der Bundesliga? Christian Früchtl, Torwart von Bayern. Marco Freund. Dennis Burnitsch ist auch noch da am Start. Okay, alles klar. Die haben sich alle ganz gut verbessert. Wie sieht's in der Premier League aus? Wer hat sich da am meisten verbessert? Ben Chilwell und Moussa Dembele. Okidoki. Gut, wer nehmen wir jetzt nicht mehr mit? Das gucken wir uns morgen an. Aber wenn ich mir so die Daten hier angucke, guck mal, wir wären eigentlich Dritter von der Mannschaftsstärke. Da geht ja vielleicht nächstes Jahr doch noch was. Also wenn unsere Leute fit sind und gute Form haben, ist da was möglich. Das heißt, wir müssen uns noch mit ein, zwei Leuten verbessern. Und dann könnte man echt oben angreifen. Wo haben wir denn wirklich Bedarf? So richtigen Bedarf haben wir irgendwie auch noch in der Innenverteidigung hier. Und wie gesagt, mit Flessers haben wir einen alten als DM. Und der Ersatz ist auch alt und hat auch nur noch eine 56. DM wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Ja, hier wieder alle zurück in der Jugendmannschaft, ist klar. Thanos Vergidis hat sein Trainingsziel erreicht, Mannschaft der Woche. Gut, Training gucken wir uns noch an. Jugendmannschaft gucken wir uns noch kurz an wegen dem Mentor. Und dann geht es auch schon ins Päuschen. Heute Abend muss ich noch gucken, dass ich bei Anstoß Online reingucke. Da bin ich seit 3 oder 4 Jahren ist ein Online-Manager. Der ist ganz witzig, das geht in Echtzeit. Und da spiele ich bei Andorra oder in Andorra. Und habe heute wieder ein Spiel, meine Mannschaft aufgestellt und eingestellt und hoffe, dass die ja, gewinnen können. So, hier, zack, zack, alles vollgeballert. Die Jugendmannschaft gucken wir uns noch kurz an hier. Der Manuel Schwarz hat irgendwie einen neuen Mentor nötig. So. Also hier von denen, die jetzt hier nächste Saison hoch müssten, brauchen wir keinen Menschen, meiner Meinung nach. Das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns oder hören uns morgen wieder. Ich gehe davon aus, dass ich morgen eine Folge mache. Am Montag weiß ich noch nicht. Da bin ich mit der Dame des Hauses unterwegs. Und ja, sagt mal an, ob ihr Lust habt, dass ich die englische Woche mitnehme. Also beide Spiele. Oder ob ihr sagt, ne, eins reicht und dann haben wir noch eine Folge danach dann eben. Sagt da einfach, ne? Ich hab da kein Problem mit. Ich kann lange und kurze Pausen und Folgen machen. Das macht mir nichts. Jetzt werde ich hier noch gerade kommen. Jetzt bin ich hier einmal am Start, dann kann ich auch noch weitermachen. Hier noch mit dem hier, zack. Alles klar, man sieht sich. Bis dann, macht's gut. Ciao.